So, Kinder, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss euch doch noch mitnehmen. Wir haben schon ein bisschen angefangen zu dekorieren, wie ihr seht. Ich habe auch noch eine Vorheraufnahme, die lasse ich mal durchlaufen, aber ich bin schon fix und fertig. Durch mein neues Wohnzimmer brauche ich eigentlich goldene Deko. Ich habe gar keine goldenen Kugeln, ich habe nur silberne. Die hat das Kind sowieso für ihr Zimmer beansprucht. Und ich muss euch zeigen, wie es hier ausschaut. Ich habe hier eine sehr übermotivierte Helferin am Start. Ja. Ich zeige euch mal, wie das Wohnzimmer mittlerweile Oh aussieht. Gott, kurze Triggerwarnung. Bei mir blutet schon alles. Ich habe gerade schon ganz viel kaputt gemacht, aus Versehen. Ja, Amelie dachte erstmal, alles hinstellen ist super. Hier sieht's aus. Also hier habe ich tatsächlich schon so ein paar Elemente gefunden. Mit dem Rosa bin ich mir unsicher, weil ich eigentlich Grün in diesem Raum habe. Das sind die beiden Adventskalender, die unterkommen müssen. Das habe ich hier schon aussortiert. Da ist noch nicht so viel passiert, außer das Teil da. Hilfe, das hat Amelie auch gebaut. Ja. Ich sehe hier kein Ende. Wir können ja währenddessen mal schauen, das habe ich aussortiert. Hier habe ich auch schon mal so ein Ding hingelegt. Und Amelie macht ihren eigenen Baum, ne? Den haben wir nämlich auch schon ein paar Jahre. Was machst du da? Die Lichterkette ausfriemeln. Schick. Ich dachte mir, ich räume jetzt erstmal hier alles ab, habe das jetzt erstmal sauber gemacht. Das sieht jetzt ein bisschen leer aus. Ich habe festgestellt, ich brauche Weihnachtsdeko und zwar in der richtigen Farbe, irgendwie in Grün-Gold wieder, aber ja. Habe ich nicht. Ihr seht, habe ich das. Ah, ich brauche Deko Queen in der Weihnachtsversion, bitte. Also, ich meine, dieses Regal würde ich ja fast so noch durchgehen lassen, wobei die Goldtöne, die nicht harmonieren, das reizt mich richtig. Der Affe zum Beispiel. Das finde ich ganz schrecklich. Das muss ich nochmal komplett neu machen. Ja, Tannenbaumkugeln sowieso. Den wollte ich da wahrscheinlich stehen lassen. Oder er kommt hier hin. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber Hilfe. Ich habe einfach nur Silber und. Vielleicht baue ich auch erstmal die Adventskalender auf. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. So, hier, das ist der aktuelle Stand. Ich bin immer noch so unzufrieden, aber wir haben einfach nicht so viel Weihnachtsdeko, muss ich gestehen. Hier ist schon mal ein Adventskalender, da ist der zweite. Ich habe jetzt überlegt, dass der jetzt hier auf der Fensterbank landet. Die muss ich einmal putzen. Und hier sieht es aus. Das Bild hatte ich ja zuerst da im Regal gesehen. Das ist leider zu groß. Sei denn, ich mache das da vielleicht an die Ecke. Das kann ich nochmal austesten. Aber das ist auf der Ecke so viel beige und auf der nicht. Oh. Vielleicht muss ich den Adventskalender nochmal umbauen. Das ginge natürlich auch. Vielleicht probieren wir das gleich nochmal. Ja, und hier sieht es so aus. Hier kommt jetzt die Deko hin, die auf jeden Fall wieder wegkommt. Das ist schon eine riesen Mülltüte. Ich habe eigentlich auch bisher nur eine Riesentüte aussortiert für den Flohmarkt. Ah! Ja, der kommt hier eigentlich auch gar nicht hin. Der stand hier nur mal so probehalber. Ich weiß ja nicht, ob das nicht zu leer Oder ist. Amelie, mach mir den Adventskalender hier hin. Nein. Nein. Oder da? Nein. Nein. Okay, ist das schon mal geklärt? So, ne? Das braucht er Das soll da bleiben. ja. Aber das finde ich, das passt ja nicht mit dem Bild, finde ich. Oder wir schieben es halt anders. Ja, alles darüber, ne? Tag 1. Ja. Warte, ich mach das gleich. Ich meinte, das könnte passen. Warte mal. Amelie, wir schauen gleich mal, wie es So, aussieht. das wird dann jetzt irgendwie so aussehen. Dann fehlt hier noch irgendwas. Amelie, was meinst du? Ich beleuchte das mal alles und dann schauen So, wir das mal. ist jetzt die zweite Version meiner Deko. Ich weiß es immer noch nicht. Also es leuchtet jetzt halt viel. Wir haben auch keine Batterien mehr. Hier sieht das aber doch aus. Ich habe schon ein paar Sachen jetzt weggepackt. Also mit dem bin ich ganz zufrieden. Das ist einfach schlicht und einfach. Hier Ja. schaut es jetzt. Hier Nicht schaut so es jetzt gut. so aus. Ich Ja. weiß auch noch nicht, ob das so der Wahnsinn ist. Muss man nachher mal gucken, wenn das hier alles zu ist und Das ordentlich. Kind währenddessen sich mit, oh, Amelie, mit dem Joghurt beglücken. Das Chaos ist immer noch da. Oh, das sieht schlimmer aus als beim Umzug hier. Ich habe das jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon gezeigt habe, so einmal aufgebaut. Also ich meine, das Wichtigste ist, dass ich meine Weihnachtsmütze immer noch anhabe. Hier rumlaufe wie ein Penner und ja, es spiegelt sich hier auch gerade in meiner Wohnung wieder. Ich habe um Shoppen komme ich nicht herum. Ich brauche gescheite Deko. So läuft das hier nicht. Während es hier weiterhin aussieht, wie es aussieht, muss ich euch mal dringend was zeigen. Ich wollte es hier gerade aufhängen. Und wartet, Leute. Ist das ein Marienkäfernest hier oder was? Alter, ich wundere mich schon, wo die mal herkommen. Hilfe. Ja. Also, ich weiß nicht, das fokussiert leider nicht so gut.
Das sind alles Marienkäfer. Ist ein Gruselmonster. Ja, ich wollte jetzt das leuchtende Ding hier aufhängen. Jetzt muss ich erstmal die Marienkäfer hier wegkriegen. Zensieren. So aus. Boah, das Kind hat keine Lust mehr. Ich habe hier von der Oma, die hier mal gewohnt hat, noch eine Tischdecke gefunden, weil ich habe keine für Weihnachten. Oh ja, es sieht jetzt irgendwie so aus. Ich soll jetzt hier erstmal Blumen kaufen. Aber das fehlt hier auf jeden Fall noch. Und hier legt sich das Chaos etwas. Na komm, Kinder, das ist schon besser geworden, ne? Ja, Müll ohne Ende. 1, 2, 3. Soll ich gleich Blumen kaufen? Hier stört sich der Müll. Da habe ich jetzt schon ein bisschen was mit Rot hingestellt. Da bin ich völlig unzufrieden. Was ist jetzt kaputt? Ja, so läuft es die ganze Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kriegen wir auch wieder hin. Schicki-schnicki. Schicki-schnicki. Mit dem Adventskalender bin ich auch sehr unglücklich dort hinten. Oh Gott. Ich muss euch das fertige Endergebnis mal zeigen, wenn das hier mal fertig ist. Oder dieses Ding hier muss auch mal weg. Oder sitzt du da noch drauf? Wohnen. Auf dem Hasen. Oder Schaf oder was es ist. So, das Wohnzimmer ist jetzt fürs Erste. Lass ich es jetzt erstmal so. Ich habe jetzt die Tische hier beide erstmal provisorischerweise hingestellt. Und ja, Couch ist klar. Oh, meine Badelatte fliegt da noch so rum. Ja, dann haben wir hier den Tisch. Das ist auch noch provisorisch. Ich brauche hier noch mehr goldenen Kram. Ich habe hier von Rick noch sowas hier, so ein beleuchtetes Ding. Ja, 19. Ja, ich zeig mal kurz, hier stehen die Adventskalender, also der von Rick, der muss auch noch irgendwo anders hin. Hier brauche ich doch definitiv noch mehr Kugeln. Wir haben jetzt ein bisschen unsere Basteleien, hier mit unseren Weihnachtskugeln aus Pappe. Und die haben wir letztes Jahr gemacht, finde ich eigentlich auch ganz cool. Muss ich nochmal gucken, dass ich irgendwie goldene finde. Das Stativ steht da auch ziemlich blöd. Und das ist jetzt erstmal so schlicht hier. Ja, es hat sich irgendwie nicht so viel verändert dafür, dass es so ein Akt war. Zeig mir doch mal die anderen Zimmer. Ja, das muss hier gleich alles weg. Hier schaut es erstmal so aus. Die Küche hatte ich ja schon gezeigt. Hier herrscht auch noch Chaos, aber ich zeige euch das mal so. Ich habe jetzt auch nicht viel gemacht, ne? Und das hier mit dem Licht davor, das ist, glaube ich, im Dunkeln echt schick. Ha! Ja, ganz fertig bin ich noch nicht. Hier stehen auch noch Tüten. Ich muss jetzt alles weg. Flohmarkt, Nähsachen. Also, ich habe noch einiges zu tun. Das muss unser Dachboden. Noch mehr Müll, Müll, Müll. Das Kind hat hier irgendwas veranstaltet. Das müssen wir auch noch mal ein bisschen ordentlicher machen hier. Ich sehe zwei Teile oder drei. Die hatten wir letztes Jahr gebastelt, solche Dinger. Ja. Also wir haben noch einiges zu tun. Ich zeige euch das vielleicht auch mal bei Night. Ich glaube, dann ja, mir ist das ja immer noch eng gewesen. Das ist immer noch nicht. Ich kann nicht mehr. Es ist jetzt hier jedenfalls alles wieder sauber. Ja, und fresh ist hier alles immer noch. Auch hier ist das Chaos mal so ein bisschen beseitigt. Heieiei, obwohl dieser Schminktisch, der macht mich auch immer wuschig. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ja, den Eukalyptusbaum habe ich jetzt erstmal hier provisorisch hingestellt. Bei einer Show! Ja, guck mal, hier ist jetzt auch ein bisschen Ordnung eingekehrt. Wir machen jetzt erstmal Feierabend zeigen, sonst wollen wir neue Deko haben. Nochmal das Fertige. Hier sieht es aus, das wollen wir auch gar nicht sagen. Eine Show! Ja, ich muss jetzt eine Show machen. Ein bisschen Weihnachtsshopping mehr und ein bisschen Deko-Verrücken weniger. Und Leute, man ist nie fertig. Ich zeige euch das Ergebnis jetzt einfach mal und was jetzt sich noch angepasst hat. Kommen wir zu der wundervollen Wand. Das hätte ich Batterien mitgekauft und sie nicht zum dritten Mal vergessen. So wie das hätte auch noch geleuchtet. Ja, ich habe mir noch die beiden Teile geholt. Das habe ich ganz cool gelöst. Das haben wir jetzt einfach. Das ist ein bisschen verrückt leider. Das sieht man denn echt auch nicht so krass. Also ich habe diesen Baum einfach umgedreht, sodass die Vase leuchtet. Fand ich ganz cool. Hier hätte ich halt immer noch auch gerne eine Box, habe ich aber nicht gefunden. Ja, das ist jetzt unsere Wand. Ich bin ganz happy mit ihr. Hier sieht es erstmal unverändert aus. Hier habe ich noch was weggenommen. Das ist mein Adventskalender, den ich von Ricky bekommen habe. Der ist auch richtig hübsch. Den kann man auch anmachen. Oh, ich stelle mich da so immer so dusselig mit an. Also einmal hier und da hinten leuchtet der auch noch. Das ist schon ganz sweetie. Ja, hier steht auch noch ein leuchtendes Etwas. Hätte ich es jetzt angemacht. Das Kabel war hier hinter.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Wir haben hier noch Verbesserungsbedarf. Hier leuchtet noch mein Stativ, weil ich gerade ein anderes Video gedreht habe. Und hier steht auch noch was rum, was da nicht hingehört. Oh Mensch, Maya. Vorbereitung ist ja bekanntlich alles im Leben. Also hier habe ich ja eh die indirekte Beleuchtung bei der Wand. So kann man sich das circa vorstellen. Ja, dann ist hier jetzt unser Adventskranz, den ich gestern noch hingezimmert habe. Hier stehen natürlich noch ein bisschen Deko rum. Wir wollen ja bei der Realität bleiben. Die muss ich noch wegräumen. Aber Vorhänge helfen, habe ich gehört. Ja, der Tannenbaum hat jetzt auch einheitliche Kugeln. Also ich bin komplett weg von dem Rot, sondern bin mehr so auf Gold beige gegangen. Sieht man noch gar nicht. Die Kerze steht auch verkehrt. Ja, hier ist es jetzt so. Ich habe mir noch da dieses Tier geholt. Noch eine Schneekugel gefunden. Es ist jetzt einfach so, wie es ist. Der Weihnachtsmann da hinten hat noch ein Preisschild am Kopf. Hier, ihr seht. Der steht hier auch noch falsch. Oder das andere muss weg. Wissen wir noch nicht. Es bleibt jetzt erstmal so, weil ich einfach gar keine Zeit mehr habe und die Weihnachtszeit einfach schon begonnen hat. Ich werde hier das noch weiter ausarbeiten. Aber da habt ihr schon mal so einen groben Eindruck. Komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir das jedenfalls ein bisschen ordentlich. Das kann ja dann da oben stehen. Seht ihr mal. Na, wir wollen ja hier kein Fuschi-Fuschi. Jetzt ist die Kerze schief. Mensch, Maya. Ist, wie es ist. Ja, so schaut es immer noch aus, ne? Ich würde sagen, ich bin trotzdem happy, auch wenn es nicht fertig ist. Aber wann ist man schon mal fertig, ne, als Frau? So gerade was Deko angeht. Ich fühle mich hier wohl, das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und habt eine schöne Weihnachtszeit, meine Lieben. Bis dann!